Wir sehen in Bad Batch Staffel 2 und 3 auf Mount Tantiss als Hauptkloneinheit die Klonkommandos. Hierbei handelte es sich wie bei dem Bad Batch um genetisch modifizierte Superklonsoldaten, die ihren regulären Klonbrüdern sowohl was Fähigkeiten als auch was Training angeht überlegen sind. Und ganz nebenbei bemerkt, sehen sie auch saucool aus. Sie wurden jedenfalls ausgewählt, um das geheime Forschungsprojekt auf Mount Tantiss zu bewachen. Was schon eine Herausforderung darstellt, denn hier kriegen sie die Grausamkeit des Imperiums in ihrem vollen Ausmaß komplett ungefiltert mit. Und das nicht nur an irgendwelchen Bürgern der Galaxis, die sie nicht kennen, sondern an ihren Brüdern, an ihrem eigenen Fleisch und Blut. Sie müssen zusehen, wie man sie foltert und wie teils kranke Experimente an ihnen gemacht werden. Ich meine, schaut euch diesen Klon an. Der zeigt gar keine Reaktion mehr, weil er so zerstört ist, dass er schon komplett aufgegeben hat. Die Klonkommandos müssen ihre Brüder sogar daran hindern, diesem schrecklichen Ort zu entkommen. Und trotzdem scheinen sie dem Imperium zu 100% loyal zu sein. Das scheint sogar bei Scott so zu sein, zu dem wir gleich kommen. Hier besteht scheinbar kein Zweifel daran, was auf Mount Tantiss gemacht wird, was extrem ungewöhnlich ist. Wir sind in einem anderen Video zu Staffel 2 schon mal darauf eingegangen. Wir haben in The Bad Batch jetzt schon sehr viele verschiedene Klone gesehen, die nach und nach ihre Befehle hinterfragen. Zum Beispiel Rex, Hauser, das Bad Batch, Cody und viele mehr. Es sind also sehr viele reguläre Klone desertiert. Aber abgesehen von Gregor noch kein Klonkommando. Und er zählt auch nicht wirklich, denn bei der Schlacht von Sarish wurde er am Kopf stark verletzt und verlor sein Gedächtnis. Es kann deswegen gut sein, dass dabei sein Inhibitor-Chip beschädigt wurde. Beziehungsweise hat er zumindest mal Teile von seiner Gehirnwäsche vergessen, weswegen der Effekt des Chips wahrscheinlich nicht mehr so stark bei ihm war. Das ist zwar nur eine Theorie, aber eine ziemlich plausible. Doch selbst wenn sie nicht stimmen sollte, ist nur ein desertiertes Klonkommando trotzdem sehr wenig. Denn eigentlich sollte es mehr Deserteure unter Klonkommandos als unter regulären Klonen geben. Sie waren nämlich viel individueller und freidenkender. Sie mussten es sein, da sie darauf trainiert wurden, im Kampf extrem selbstständig zu agieren und in Echtzeit Strategien zu entwickeln. Das sollte euch bekannt vorkommen, denn genau das trifft auch auf das Bad Batch zu. Und wie wir alle wissen, hat das Bad Batch sich sehr klar gegen das Imperium entschieden. Deswegen sollte die Deserteursquote unter Klonkommandos sehr hoch sein, ist sie aber nicht. Und das perfekte Beispiel dafür ist Scorch. Scorch ist ein Legends-Charakter, den Dave Filoni mit The Clone Wars und Bad Batch in den Kanon gebracht hat. Er war in dem Legends-Videospiel Star Wars Republic Commando Teil des Delta Squads, bestehend aus Boss, Fixer, Seth und eben Scorch. Von den anderen ist in The Bad Batch keine Spur, wir sehen nur ihn. Was auch seltsam ist, aber dazu kommen wir noch. Was wichtig zu wissen ist, ist, dass Scorch in den Republic Commando Spielen und Büchern mit Abstand am meisten Persönlichkeit zeigt. Nichts nahm er wirklich ernst. Mit seiner sarkastischen Art hatte er eigentlich immer einen Witz parat. Außerdem liebte er Explosionen. Sein riesiger Rucksack war immer randvoll mit Granaten gefüllt. Von all dem ist in Bad Batch nichts mehr zu finden. Er ist mit einer Standardausrüstung ausgestattet. Er sagt nur etwas, wenn er etwas gefragt wird oder wenn die Situation es erfordert. Er bewegt sich fast ein bisschen leblos. Von seiner einstigen Persönlichkeit ist nichts mehr übrig. Und das ist extrem seltsam. Natürlich könnte man jetzt sagen, seine Persönlichkeit und alles, was ihn besonders gemacht hat, waren ja nie Kanon. Den Legend Scorch gab es quasi nie. Aber warum hätte man ihn dann überhaupt zurückgeholt? Dann hätte man ihn ja einfach zu einem namenlosen Soldaten machen können. Es gibt also einen Grund, wieso wir Scorch sehen und nicht irgendjemand anderen. Und diesem Grund gehen wir heute mal nach. Wir sehen hier mehrere Möglichkeiten. Die erste ist folgende. Vielleicht haben sehr viele Klonkommandos kurz nach der Order 66 Probleme gemacht. Vielleicht wollten viele desertieren. Und vielleicht hat das Imperium das irgendwie gestoppt und jedem Einzelnen eine neue Gehirnwäsche und einen stärkeren Inhibitor-Chip verpasst, sodass sie danach extrem gehorsam waren, aber jegliche Persönlichkeit verloren ging. Es waren quasi nur noch leere Hüllen übrig. Das wäre ziemlich deprimierend, würde aber das Verhalten von Scorch erklären. In dem Fall wäre er auch die perfekte Wahl, um das Ausmaß des Inhibitor-Chips zu zeigen. Der Kontrast von sehr viel zu gar keine Persönlichkeit ist bei ihm am größten. Die zweite Möglichkeit wäre ein schweres Trauma. Auch das wäre gar nicht so unwahrscheinlich, denn das Ende der Klonkriege war grundsätzlich für die meisten ziemlich düster. Bei Scorch wissen wir sogar, dass es das war, denn er verlor einen seiner Brüder im Delta Squad. Seth, um genau zu sein. Wir ersparen euch die lange Geschichte. Um es grob zusammenzufassen, das Delta Squad kämpfte auf Kashyyyk gegen die Separatisten. Sie hatten den Auftrag, ein separatistisches Mutterschiff mittels vier gewaltiger stationärer Kanonen vom Himmel zu holen. Jedes Squad-Mitglied besetzte eine der Kanonen, die überall in der Stadt verteilt waren. Die Kanonen feuerten dann gleichzeitig auf das Schiff. Es gelang ihnen, es schließlich zum Absturz zu bringen, aber im Rahmen
dieses Einsatzes riss der Kontakt zwischen Seth und seinem Team ab. Das letzte, was man von ihm hörte, waren Schreie und starker Blasterbeschuss. Das Delta Squad wollte natürlich nach seinem verschollenen Bruder suchen, wurde aber von Yoda daran gehindert und an seine Pflichten erinnert. Sie mussten Seth auf Kashyyyk zurücklassen, ohne zu wissen, ob er noch am Leben war und was mit ihm geschehen war. Und für Scorch war es am schwersten. Unter Tränen widersprach er dem Befehl des Jedi vehement, bis er sich letztendlich beugen musste. Von Schuldgefühlen geplagt, gingen er und das restliche Delta Squad ihren neuen Befehlen nach. Wir haben übrigens die Republic-Kommandospiele nicht gespielt und auch die Bücher nicht gelesen. Auch wir kennen nicht alles und das Delta Squad ist eine unserer Wissenslücken. Wir haben uns aber für dieses Video natürlich so gut informiert, wie wir konnten. Falls aber irgendwas in diesem Video nicht ganz stimmen sollte, seht es uns nach und korrigiert uns gerne. Aber um wieder zum Thema zurückzukommen. Hier hätten wir ein schweres Trauma, was Scorchs emotionsloses Verhalten in Bad Batch erklären würde und wieso er nicht mehr der ist, der er mal war. Es würde ihm aber auch eine Motivation geben, die Jedi zu hassen. Es war Yodas Befehl, der ihn von der Suche nach seinem Bruder abhielt. Und was noch dazu kommt, Scorch ist in Bad Batch komplett allein. Von den anderen Delta Squad-Mitgliedern fehlt jede Spur. Natürlich könnten sie einfach woanders stationiert sein. Vielleicht hat er aber auch sie verloren und ist der einzige Überlebende. Dieses noch schwerere Trauma würde sein Verhalten eigentlich perfekt erklären. Kommen wir aber zu Möglichkeit 3. Es könnte nämlich auch in die komplett andere Richtung gehen. Scorch ist nämlich, wie bereits erwähnt, der individuellste Klon aus dem Delta Squad. Deswegen kann es durchaus sein, dass er mit der Ideologie und den Methoden des Imperiums nicht klarkommt. Und dass er wie Gregor einen Ausweg sucht. Doch bevor er diesen findet, spielt er seine Rolle. Er hält sich bedeckt, er führt seine Befehle aus, er gibt dem Imperium keinen Grund an seiner Loyalität zu zweifeln. Gleichzeitig sammelt er auch Informationen. Vielleicht hat er sich sogar freiwillig für Mount Tentis gemeldet, damit er so viel wie möglich über dieses sehr geheime und sehr wichtige Projekt in Erfahrung bringen kann. In diesem Fall würde es Sinn machen, dass er so lange wie möglich Informationen sammelt, bis er genug hat, um dem Imperium großen Schaden zuzufügen. Dann würde er desertieren und mit dieser Information zu Rex oder so gehen, zu jemandem, der etwas damit anfangen kann. Das wäre Option 3, die am wenigsten deprimierende. Als Zuschauer will man natürlich, dass seine Helden Helden bleiben, aber irgendwie sagt uns unser Gefühl, dass es nicht so ist. Denn schon in Staffel 2 wird Scorch auf eine bestimmte Art und Weise in Szene gesetzt. Er wirkt fast unheimlich. Da würde der Verlust seiner Persönlichkeit dann doch sehr gut passen. Vielleicht ist die Antwort auch eine Kombination aus den Möglichkeiten 1 und 2. Dass die Klonkommandos, die Widerstand gezeigt haben, neu programmiert wurden. Und dass das bei Scorch nicht nötig war, da er aus den eben erwähnten Gründen sowieso schon gehorsam war. Aber wer weiß, vielleicht liegen wir auch komplett daneben. In diesem Video wollten wir einfach nur unsere Gedanken loswerden und eine Unterhaltung starten, die ihr gerne in den Kommentaren weiterführen könnt. Spekuliert ein bisschen, wie wir es in diesem Video gemacht haben. Wir bleiben gespannt auf die nächsten Folgen. Und falls euch noch interessiert, wie Luke reagierte, als er erfuhr, was sein Vater damals mit den Jünglingen gemacht hat, dann könnt ihr euch dieses Video als nächstes anschauen. Josh und Dima out.